Es war ein gabenreicher Tag für das Kloster Memleben am 19. Juli. Staatsminister Rainer Robra stattete dem Kloster einen Besuch ab und verschaffte sich einen umfangreichen Überblick über die Geschichte des Ortes, an dem der erste römisch-deutsche Kaiser starb. Minister Robra kam nicht mit leeren Händen, er brachte einen Fördermittelbescheid mit. Und zwar versuchen wir seit mehreren Jahren, das Kloster wieder instand zu setzen. Und wir haben mit den Dächern angefangen, haben mit den Fassaden weitergemacht und wir sind jetzt im Außenbereich des Klausurbereiches angekommen. Und jetzt geht es darum, dass wir hier im Prinzip auf der Westseite des Westflügels und auf der Nordseite des Nordflügels die Fassaden ebenfalls wieder instand setzen können. Und hierfür haben wir Mittel beim Land und beim Bund beantragt. Der Bundesbescheid liegt uns ebenso vor und wir haben heute vom Kulturstaatsminister Sachsen-Anhalt den Bescheid für diesen Bauabschnitt überreicht bekommen, sodass die Finanzierung jetzt steht und wir beginnen können. Die Fördermittel in Höhe von 282.000 Euro sollen natürlich nicht nur für kosmetische Zwecke eingesetzt werden. Es geht bei einer solchen Sanierung natürlich immer auch um die Grunderhaltung. Das heißt, der alte Putz kommt ab, es wird auch der Fundamentbereich gesichert. Dann haben wir hier natürlich in Memleben immer auch mit Bodenbefunden zu rechnen, die dann hier auch mit passieren können. Es geht um die Entwässerung, die in dem Zusammenhang mit überarbeitet wird. Und dann geht es nach oben darum, eben diesen Putz wieder so weit herzustellen, dass er der Zeit entspricht und langfristig einen Schutz für die Fassade auch darstellt. Letztendlich ist das, wofür wir jetzt das Geld bekommen haben, es ist der zweite Bauabschnitt der Fassadensanierung. Wir haben 2015 den ersten Bauabschnitt vollendet und der bezieht sich auf den Innenhof. Also im Innenhof ist die Fassade schon komplett instand gesetzt und wir führen das Ganze jetzt im Außenbereich fort. Massive Mauern, die teilweise viele hundert Jahre alt sind, erscheinen oft für die Ewigkeit errichtet. Das ist aber nicht der Fall. Wir sind hier im Kloster letztendlich nie fertig. Wir werden auch nie fertig, sondern es hat immer ganz viel mit Baumaßnahmen, mit Bauunterhaltung, mit Baupflege zu tun. Es wird nach diesem Bauabschnitt noch einen dritten Abschnitt zur Fassadeninstandsetzung geben, wo es auch um die Westseite des Ostflügels geht, also die historische Seite, die wirklich aus dem Mittelalter stammt, die nochmal überarbeitet und gesichert werden muss. Die Dächer sind gemacht, aber zum Beispiel die Klosterkirche, hier wo das Dach fehlt, hier müssen regelmäßig die Pflanzen entfernt werden, die Fugen erneuert werden und so weiter, damit das eben alles wirklich langfristig auch Bestand hat. Also man wird hier nicht fertig. Jeder Cent hilft, die alten Gemäuer zu erhalten. Eine Spende über 6.500 Euro der Firma Boy & Partner aus Naumburg soll der Eigenanteil für einen Antrag auf weitere Fördermittel sein. Die Mauer aus dem 10. Jahrhundert bedarf umfassender Erhaltungsmaßnahmen. Circa 23.000 Besucher zählt das Kloster jährlich. Also dafür, dass wir doch ein bisschen abgeschieden liegen, ganz nah an der Landesgrenze und nicht an einer großen Stadt wie Naumburg gleich nebendran, sind das schon Besucherzahlen, auf die wir schon stolz sind. Wir bereiten jetzt gerade für nächstes Jahr zum 25-jährigen Jubiläum der Straße der Romanik eine Sonderausstellung vor, binden Klosterorte in der Region mit ein. Also wir vermarkten uns wirklich als Klosternetzwerk, als Klosterlandschaft. Und das verfolgt natürlich auch den Eigennutz, selber auch bekannter zu werden. Und da sind wir eigentlich ganz guter Dinge, dass das auch funktionieren wird. Und die Ausstellung selber wird nächstes Jahr auch ein Highlight zum Jubiläum der Straße der Romanik sein. Und das führt natürlich hoffentlich dazu, dass man Memleben auch stärker wahrnimmt. Die Wahrnehmung der Bedeutung von Klöstern allgemein ist auch in Memleben ein großes Thema. Das ist etwas, was uns heute gar nicht mehr so bewusst ist, aber die Klosterlandschaft des Mittelalters hat letztendlich die ganze Kulturlandschaft hier geprägt. Dort kam das Wissen her, die Mönche waren gebildet, die haben das Ganze weitergetragen, die haben zur Urbarmachung der ganzen Region beigetragen, die haben Wege angelegt, in Schufforte die Wasserwege zum Beispiel. Also die haben letztendlich die ganze Kulturlandschaft geprägt. Und dieses Klosternetzwerk ist vielen heute nicht mehr so bewusst, weil einfach durch die Reformation viele Klöster entweder komplett verloren sind oder heute eben umgenutzt sind. Aber sie sind eben da und sie sind gerade für die Prägung dieser Kulturlandschaft unheimlich wichtig. Im Kloster bietet man neben den Ausstellungen ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm für Jung und Alt an.
Die Webseite ist hierfür die Anlaufstelle. Wer Mönche in Aktion sehen möchte, sollte sich sputen und bis zum 30. Juli ins Kloster Memleben gehen.